Herzlich willkommen zurück auf unserem kleinen Kanal bei unserer mehrteiligen Reihe Zukunftspuzzle Deutschland. Heute im Teil 2 wird es um die Wirtschaft gehen. Der Teil 1 war ja die Bevölkerungsentwicklung, da haben wir uns befasst mit den amtlichen Zahlen, aber auch mit magischen Zusammenhängen, haben auf das Fernsehen geschaut, auf die Diegel-Listen und auf die Übersterblichkeit, die seit dem Jahr 2021 eingetreten ist in Deutschland. Ich möchte diesem zweiten Teil heute nochmal einige Gedanken zur Bevölkerungsentwicklung voranstellen. Anlass hierfür sind neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die erneut eine Zunahme der Übersterblichkeit in Deutschland registrieren. Und diesmal um sage und schreibe satte, tragische 20%. Für jemanden, der jetzt überhaupt gar keine Zeitung liest, höchstens einmal Überschriften, überhaupt nicht politisch interessiert ist, ist diese Zahl sogar in sich logisch. Sonnenklar erscheint das. Wir haben jetzt eine Übersterblichkeit von 20%, weil, ja, weil ist doch logisch, weil wir gerade eine der tödlichsten Pandemien hinter uns haben. Und mancher Experte forciert unter Umständen derlei Irrglauben noch damit, wenn er seine Expertisen so benennt, dass sie einen solchen Irrglauben fördern. So wird nahegelegt, dass die Übersterblichkeit quasi, ich möchte jetzt diese nicht genau zitieren, den Titel, vorhersehbar war. War doch alles vollkommen logisch, vollkommen klar. Nun, wer auch da wieder nur den Titel liest, der ist sich sicher, man denkt richtig, es war die tödlichste Pandemie. Kann das sein? Nein, es kann eben nicht sein. Die jetzige Übersterblichkeit hängt nicht zusammen mit dem Phänomen C. Was auch immer es war, ich sehe darin noch einen großen Forschungsbedarf. Schon alleine das Phänomen, dass man im Jahr des Ausbruchs der tödlichsten aller Epidemien, dem Jahr 2020, laut Statistischem Bundesamt eine Untersterblichkeit von bis zu 3% diagnostizierte, während doch jene tödlichste Seuche grassierte, lässt Zweifel aufkommen. Mit dem Ende des Jahres 2020 begannen die segenbringenden Druckmittelungen gegen jenes tödlichste Ereignis aller Ereignisse. Zwei weitere Druckmittelwellen folgten daraufhin im Jahr 2021 mit einer Spitze ungefähr in den Monaten März, April, Mai, Juni und zum Jahreswechsel 2021 auf 2022 in den Monaten November, Dezember, Januar. Wir werden nachher noch einmal genau darauf eingehen. Mit den Jahren 2021 und 2022 begann die Übersterblichkeit im Land, und zwar bis zu 10%. Es verhält sich bei der Übersterblichkeit ein wenig wie bei der Inflation, was ich da so beobachte. Am Anfang gab es sie gar nicht oder sie ist nicht erheblich oder sie ist nur von kurzer Dauer und wird sich wieder zurückentwickeln, bis man sie schließlich akzeptiert, bevor man sie dann beginnt zu hinterfragen, Lösungen findet, Ursachen findet, die mir zumindest bei der Inflation alle nicht zielführend oder lösungsorientiert vorkommen, bevor man dann, nun ja, das mag noch in der Zukunft liegen, was da auf uns zukommt. Sowohl bei der Inflation wie auch bei der Übersterblichkeit. Ja, was ist es denn nun, der Auslöser für diese Übersterblichkeit? Wo kommt sie denn her? War es der Sommer? Waren es die Hitzewellen? Man rätselt. Da ist viel Nebel. Da ist so viel Forschungsbedarf. Wir brauchen noch mehr Daten. Oder steht der Elefant im Zimmer? Oder hat der Kaiser seine neuen Kleider an? Und keiner
darf hingucken und wer hinschaut, der darf nicht benennen? Haben wir es mit so etwas zu tun wie mit einem kollektiven, offensichtlichen Geheimnis, vor dem jeder wegschaut, der demnächst noch in dieser Struktur Abteilungsleiter, Sachgebietsleiter, Teamleiter oder auch nur werden will oder auch nur einen Arbeitsplatz behalten will? Warum ist es nicht salonfähig, Fragen zu stellen, die offenkundig wie der Elefant mitten im Raum stehen? Also, was kann für die Übersterblichkeit verantwortlich sein? Man rätselt weiter, ich beziehe mich auf Mainstream-Artikel. Ja, die Arztbesuche wurden verschoben, natürlich. Die Ärzte retten schließlich unser Leben. Gehen Sie zum Arzt, könnte die Botschaft dabei heißen. Dort werden Sie geholfen, hätte eine sehr attraktive Dame der 90er dabei gesagt. Oder da werden Sie geholfen. Ja, viele haben Arztbesuche also verschoben. Ist es das, deswegen sterben Sie jetzt? Es habe in der C-Zeit auch sehr viel Selbstdiagnose gegeben. Die Patienten haben auch Vorsorge, Früherkennung und Behandlung ausgesetzt. Das würde nun erklären, weshalb so viele mehr Menschen, 20% sterben. Quasi ein Aufstau an Besuchen bei Ärzten und Krankenhäusern. Aber im Moment einmal, haben wir über die letzten 2 Jahre nicht genau gehört, dass die Intensivbettenauslastung so kritisch sei? Dass die Kliniken so überlastet seien vor der Invasion kränkelnder? Wie passt das zusammen? Gar nicht, macht nichts. Es passt alles hinten und vorne nicht. Und wenn die Kliniken dann überlastet waren, warum wurden mehrere geschlossen während der Zeit von C in diesen 2 Jahren? Und wenn sie überlastet waren, warum waren sie es, wenn so viele Leute doch ihre Besuche verschoben hätten? Und wenn sie überlastet waren, warum tanzte das Krankenhauspersonal in den Parks? Sind wir wirklich so dumm, dass wir nach so kurzer Zeit alles vergessen, was berichtet wurde? Ja, warum sterben denn nun die Leute 20% mehr? Da wird gesagt, Long-Covid. Könne nun die Erklärung dafür sein. Long-Covid, da frage ich mich, Long-Covid, was ist denn das genau und von was genau ist es die Folge Long-Covid? Da zitiere ich doch mal den Mainstream-Artikel. Als weiteren möglichen Grund nennt Professor, da nenne ich den Namen nicht, die Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung, auch Long-Covid oder Post-Covid genannt. Gleichzeitig nennt er jedoch die Tatsache, dass das gesicherte Wissen hierzu momentan noch sehr dünn ist. Die Forscher müssten auf diesem Feld erst weitere Daten sammeln, um klar sagen zu können, welche mittel- oder langfristigen Effekte durch das SARS-CoV-2 im menschlichen Organismus auftreten können. Will man uns jetzt hier ernsthaft sagen, es sterben 20% mehr Leute an etwas, was ich jetzt benenne, von dem ich aber nicht weiß, was es ist und wo ich noch forschen muss. Will man uns das jetzt wirklich sagen? Besagt der Professor und Spezialist jedoch dieses Mainstream-Artikels, schließt eine Ursache aus. Das ist spannend. Ich zitiere weiter. Eine weitere mögliche Ursache für die Übersterblichkeit schließt Professor so und so in seinem Bericht aus. Die Nebenwirkungen der C-Impfungen. Dies begründet er damit, dass die meisten Impfungen im vergangenen Jahr, 2021, stattfanden. Allerdings beobachtete das Statistische Bundesamt bereits im November 2021 eine Übersterblichkeit von 20%. Wovon nur ein Drittel auf, an und mit Corona Verstorbene zurückzuführen ist. Moment einmal, das ist doch jetzt sehr interessant. Nochmal, wie geht die Begründung? Die Übersterblichkeit wegen Nebenwirkungen wird ausgeschlossen, weil die meisten Impfungen im Jahr 2021 stattfanden und das Statistische Bundesamt dann im November 2021 die Übersterblichkeit feststellt. Hallo? Und von dieser Übersterblichkeit,
die bei 20% gelegen habe, sei nur ein Drittel, also 30%, 33% auf an und mit Corona Verstorbene zurückzuführen. Was verstehe ich hier nicht? Das ist vollkommen logisch und kann kein Gegenargument sein. Eher wäre das in meiner Lesart ein Pro-Argument. Wie bereits ausgeführt und durch die Verlaufskurven bestätigt, begannen die ersten Impfungen im Dezember 2020. Der erste Höhepunkt, die ersten Impfwellen in Millionen Dosen waren im März, April, Mai des Jahres 2021. Die Übersterblichkeiten wurden laut diesem Artikel im November 21 festgestellt. In meinen alten Sendungen habe ich immer wieder auf diesen Zyklus, auf diesen Aspekt hingewiesen von 5 bis 6 Monaten, die höchst auffällig sind, bevor es zu Ausschlägen in den Statistiken kommt. Was ist hieran bitte ein Gegenargument? Aber, und das möchte ich wirklich vorausschicken hier, oder vielleicht verstehe ich etwas nicht. Vielleicht verstehe ich die komplizierte Statistik nicht oder die Gedanken eines Professors. Ich bin schließlich nur ein Laie und habe medizinisch keine Ahnung und auch statistisch keine Ahnung. Ich habe nur einen gesunden Hausverstand. Und von den Artikeln, die ich gelesen habe, nehme ich nun mit, wir haben eine Übersterblichkeit im Land. Wir suchen nach einem Grund. Wir können es uns nicht erklären. Und wir nehmen Stand heute heraus, dass es sich um Nebenwirkungen von Impfungen handeln könnte, die zweifelsohne in den Jahren 21 und 22 mit den hohen Übersterblichkeiten nun korrelieren. Müssen Korrelationen einen echten Bezug herstellen? Müssen sie also kau müssen Korrelationen kausal sein? Nein, müssen sie nicht. Ja, wie geht der Artikel weiter? Wie geht der damit um? Ich zitiere: Bleibt die Frage offen, ob die neuartigen Impfstoffe gleich der Viruserkrankung nicht auch schädliche Langzeiteffekte haben könnten? Immerhin bemängeln viele Wissenschaftler die mangelnde Transparenz zu Daten. Teilweise bestünde sogar eine regelrechte Geheimniskrämerei zu relevanten Daten. Ja, lassen wir es doch einmal so stehen. Darf, kann, soll, will niemand das vielleicht, womöglich, Offensichtliche sehen? Und so bitter es ist, wer waren die Covidioten? Glaubt man der Bundesregierung und den Verlautbarungen vieler Politiker, waren es 35%, 30 bis 35% unserer Gesellschaft. Glaubt man der Diegel-Liste, waren es 65% der Gesellschaft. Wer waren die Covidioten? Kommen wir nun zur Wirtschaft. Das ist der Beginn des offiziellen Teil 2. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie die Bundesregierung meinte, ihr Geschäftsprinzip sei nun zerstört. Ich sah dies vor allem anderen wirtschaftlich, auch wenn es da andere Stimmen in der alternativen Szene geben mag. Das Geschäftsprinzip der Bundesrepublik bestand darin, dass man billige Rohstoffe aus Schwellen- und Entwicklungsländern oder wie man diese einteilen oder benennen mag, Dritte Welt etc., importiert und dann weiterverarbeitet. Geschichtlich ein Ausfluss des Kolonialzeitalters, wo Menschen nach Herkunft ausgebeutet wurden. Zum Beispiel das an Rohstoffen reiche Afrika, bettelarm durch Fremdherrschaft. Hat Entwicklungshilfe, wie es heutige 60er-Jahrgänge in der Schule lernten, nicht auch einen höhnischen Beiklang, ähnlich der Kriegshilfe? Wem hilft Kriegshilfe? Dem Krieg? Wem hilft Entwicklungshilfe?
Ja, man half eben der Entwicklung, allerdings wohl vornehmlich der eigenen. Oder warum sind nach Jahrzehnten Entwicklungshilfe die Länder, die die Rohstoffe liefern, mehrheitlich noch immer bettelarm? Waren es früher Schiffsladungen, zum Beispiel der Ostindiengesellschaft, würden es später Schiffe und moderne Flugzeuge, die Fracht, Gütertransfer, übernahmen. Wie symbolisch ist da dieser Tage der Stau des Containerschiffs Evergreen im Suezkanal gewesen, als wolle man sagen, die Tage voller Schiffsladungen wie in der Zeit der Ostindiengesellschaft sind vorüber. Oder Ende der globalen Transfers. Und passt der Name Evergreen nicht auch zum, ja, Wiedererkrünen zum Beispiel Deutschlands? Politisch durch eine grüne Partei? Oder einen sogenannten grünen Handel, Green Deal? Wirtschaftlich durch Deindustrialisierung. Mit dem europäischen Green Deal wollen die EU-Mitgliedstaaten bis 2050 klimaneutral werden. In einem ersten Schritt sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens mehr als die Hälfte gegenüber dem Stand von 1990 sinken. Bräuchte man aber nun, jetzt gerade, sollte es gewollt sein, nicht Impulse für eine Wiederbelebung unserer Wirtschaft? Warum aber finden diese nicht statt? Ist etwa eine grüne Wirtschaft, ein Agrarstaat, eine Art moderner Arbeiter- und Bauernstaat 2.0 gewollt? Steuern wir auf einen neuen, modernen, digital überwachten und kontrollierten Sozialismus zu? Wohin mündet der derzeitige Trend? Wie wird es Deutschland in wenigen Jahren gehen? Gibt es keine Trendwende? Darum wird es ja heute im zweiten Teil gehen. Wir sprachen von Entwicklungshilfe, Arbeit gegen Kredite, Geld und Versprechen. Also bunte Scheine oder Zahlen auf einer matten Scheibe, auf einer Bildschirmscheibe und Worte. Rohstoffe gegen Versprechen. Rohstoffe gegen bunt bedrucktes Papier, Fiat-Geld. Nicht einmal mehr Gold gedeckt. Archaisch sei dies Gold. Nebenbei, Deutschland als Exportweltmeister, was bedeutet das? Kann es heißen, man hat Rohstoffe, Arbeitskraft und dadurch entstehend Güter für Zahlen, Schulden und Forderungen in eine Handelsbilanz umgetauscht? Autos, Maschinen, Technik gegen, Sie wissen schon, bunte Scheine, Forderungen, Zahlen im Computer. Könnte es sein, dass wir virtuelle Realität schon seit Jahrzehnten leben? Haben wir tatsächlich reale Werte gegen Zahlen in einer Software getauscht? Autos exportiert, um zum Beispiel Dollarforderungen zu haben, die wir womöglich nicht einmal einfordern, eintauschen? Exportweltmeister. Wie ist das eigentlich mit den Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen? Sind die aus echtem Gold? Oder ist es wie Exportweltmeister mehr ein ideeller Titel ohne reale Werte? Und wenn meine Gedanken jetzt vielleicht unmodern anmuten oder unglaublich fiktional, fantasievoll, spinnert, wenn also sachlich gesagt reale Werte doch so archaisch sind, deren Zeit vorbei ist, warum investieren dann die Finanzeliten der Moderne jetzt gerade, während du das hörst und seit Jahren, in so archaische Werte wie Gold, Rohstoffe, Energiebringer, Boden, Wasser und Wasserrechte?
Mir kommt es ein bisschen so vor wie im Wilden Westen. Man besiedelt eine Art neues Land und steckt die Claims schon jetzt ab. Ich finde es beinahe ironisch, dass es dabei, wie in Jahrhunderten zuvor, immer wieder nur um die alten Werte geht, um die es schon seit Jahrhunderten geht. Doch zurück nach Europa. Europa wird zurückgebaut. Die globalen Wirtschafts- und Zahlungsströme ändern sich zugunsten der Länder, auf deren Kosten wir Jahrzehnte lebten. Dies ist neutral formuliert und gemeint. Das wird ein mehrjähriger Prozess, bis sich die neuen Strukturen etablieren, sicherlich bis 10 Jahre. Wobei dieses zukünftige Geschehen in Phasen ablaufen wird. Wir steuern nun auf magere Zeiten zu, eine, nett gesagt, Verschlankung, eine Angleichung von dritter und sogenannter erster Welt. Übrigens auch ein tiefer Zynismus, erster und dritte Welt. Es tut beinahe so, als würden wir nicht auf ein und demselben, ja, wie nennen wir es, Planeten, Erdenrund, auf der ein und derselben Erde leben. Nein, sie wurde politisch-wirtschaftlich eingeteilt in eine Premium- und eine Mangelwelt, erste und dritte Welt. Die Brutalität ist eigentlich direkt in der Bezeichnung schon enthalten. Es wird eine lange zehrende Depression werden. Ein Marathon. Es gibt keinen Sprint. Diese mageren Zeiten. Das ist weitgehend noch nicht realisiert. Wieder einmal. Und dieser Satz ist wichtig. Es ist weitgehend noch nicht realisiert. Traumtänzerisch meinen Massen von Menschen da draußen, es würde einfach so weitergehen, wie es weiterging. Obwohl sie aufgeschreckt sind durch höher gewordene Preise. Noch denkt man mehrheitlich, es sei ein normaler Zyklus, ein Wirtschaftszyklus, ein Wellental. Nach dem Tal kommt das neue Hoch. Da müssen wir uns kurz durchbeißen, dann geht es wieder besser. Das ist falsch, das ist ein Fehler. Es ist ein gewollter, geordneter Prozess der Umverteilung. Und das sage ich als Zykliker. Das ist kein Wirtschaftszyklus. Das ist ein gewollter, vorsätzlicher Umverteilungsprozess. Und zwar territorial und demografisch. Da passt doch die Sprengung der Nord Stream 1 und 2 Pipelines ganz gut ins symbolische Bild. Es war das Transformationsereignis, was da im Mainstream weitgehend eingebettet wurde zwischen lauter Alltagsgeheul um Geschlechter, Gendersprache und mehr ideologischen, ja, ich meine, kopflastigen Unsinn. Ablenkung? Die grundlegende Bedeutung dieses Ereignisses wurde nicht hinreichend gezeigt. Es war das Abschneiden der Versorgung und des Wohlstandes, was wir da gesehen haben. Das Ende einer Epoche, eines Zeitalters. Das Ende des Geschäftsmodells und des Geschäftes Deutschland. Dies ist wirtschaftlich zu verstehen. Man hat sinnbildlich den Stecker gezogen. Man entzieht dem System Energie. System Lebensenergie. Europa ist die Luftmatratze und Nord Stream 1 und 2 das Ventil. Man hat es gezogen oder entzogen. Die Energie entweicht nun langsam aus dem System, bis es platt ist. Es erscheint mir auch ein wenig so bildlich gesprochen, als habe man Blutadern durchgeschnitten. Erdöl, Erdgas, Strom sind die Lebensenergie unserer Wirtschaft, so wie Blut die Lebensenergie in unseren Adern ist. Alles das entweicht, verteuert und wird nun verknappt. Das ist das Ende eines Wirtschafts, das Ende eines Geschäftsmodells. Und was da so im Alltagsgeheul unterging, war nicht weniger als das symbolische Ereignis, das Einläuten einer neuen
Epoche, das wir da gezeigt bekommen haben. Einige Wochen zuvor war es der Tod der Queen, auch hier vermerkt, als Einläuten einer neuen Epoche. Dort war es der Niedergang Englands, Großbritanniens, der inszeniert, der gezeigt wurde. Hier ist es nun der Niedergang Europas. Schluss mit billiger Energie. Ja, Herr Putin und andere informierten ja schon darüber, dass die alte Weltordnung vorüber sei. Wobei ja auch schon Herr Bush 1992 von einer neuen Weltordnung redete. Aber das dürfte man die letzten 25 Jahre nie sagen, weil alleine dieses Wort eine Verschwörungstheorie war. Wir sind Zeitzeugen dieser Tage, erleben den kompletten Umbau der Welt, nichts anderes. Verfolgen wir diese Fantasiereise auf einer Vision basierend, aber weiter. Europa wird deindustrialisiert. Nun, das sollte ja schon öfter passieren, auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Nahrungs- und Produktionsanlagen jeder Sparte, ob Automobilbau, Teilezulieferer, Landwirtschaft, Chemie, alle verkleinern, schrumpfen, brennen oder schließen ganz. Die Herstellungslohn-Energiekosten explodieren, während die Nachfrage sinkt. Da wandern ganze Industrien in andere, billigere Länder ab. Zuletzt, sehr interessant, die Diskussion um BASF, die China-Reise des Kanzlers mit an Bord über 10 Vorstände namhafter DAX-Unternehmen. Wohin will man nun firmenseits gehen? Nach China? Will man umverlagern nach China? Dort, wo in Alternativerzählungen die Elite der Welt sich von USA kommend niederlassen möchte? Das wäre wieder einmal sehr passend. Nun, die Industrien wandern also in andere billigere Länder ab. Man verlagert damit mit großem Strich von oben die Werterschaffungszentren, Firmen, Produktionsstätten, indem man am einen Ort Bedingungen verschlechtert, woanders aber besser anbietet. Mit dem Schrumpfen von Produktion schrumpft aber auch der Wohlstand in den nächsten Jahren hier. Arbeitsplatzrückbau, Firmenverkleinerung. Das passt doch ganz gut, wollte man für die Zukunft hier die Wirtschaftsgröße und Produktion anpassen und umbauen. Weniger Produktivität, weniger Firmen in Europa, weniger Menschen. Ist ein Herunterfahren auf mehreren Ebenen. Mit teuren Rohstoffen können Unternehmen in Europa global nicht wettbewerbsfähig bleiben. Das wird viele hunderte, tausende Einzelentscheidungen nach sich ziehen, wo Produktionsstandorte in anderen Teilen der Welt Wettbewerbsvorteile nach sich ziehen werden. Das heißt, Europa wird quasi ausbluten. Oder sagen wir euphemistisch etwas, wieder ergrünen. Also erst einmal wieder agrarischer, deindustrialisiert, Wohlstand verlieren, Komfort verlieren. Ich veröffentlichte vor über einem Jahr eine Sendung zum Green Deal, der Verbindung zur umsetzenden grünen Partei und einem dann wieder grün agrarischen deindustrialisierten Deutschland. Sehr viel grün, oder? Zufall? Oder politische Farbenlehre? Privater Flugverkehr geht drastisch zurück. Alles wurde zurückgebaut. Wie oft haben wir auch über Straßenverjüngungen und Hindernisse gesprochen? Sind dies bereits Anpassungen an die Mobilität der Zukunft? Weniger Menschen, weniger Autos? Passt doch. Stellen Sie sich doch spaßeshalber einmal die gesamte Welt vor, wie Sie eine Art Schach spielen würden. Manche Gebiete werden aufgewertet, andere extrem abgewertet. Globale Steuerung wird hier erkennbar. Globale Orchestration, globale Inszenierung, so als stände ein Dirigent mit Taktstock da und alle musizierten zu seiner Rhythmik. Insofern ist die Idee oder das Bild eines riesigen Theaters oder Kinos für diese Welt sehr, sehr passend. Unterteil
Schwarzwaldhausmenschen und die Rohstoffe. Gehört zur Wirtschaft. Die Grundlage unseres Wohlstandes waren billige Rohstoffe und die werden so bald nicht wiederkommen, sondern im Gegenteil weiter preislich erhöht bleiben bis hoch werden, denn man kann, wird und hat die globalen Finanztransfers damit umgekehrt. Flossen Geld und Rohstoffe Jahrzehnte von der dritten Welt in die sogenannte erste Welt zu werden oder würden, denn das alles hier ist ja reine Fiktion, die Rohstoffpreise diese Ströme umkehren. Alles, was Energie bringt, kostet nun vielfach. Das Geld fließt nun ähnlich einem Blutstrom heraus aus Europa und großen Teilen der ersten Welt zu, während die Energie, das Gas, der Strom wie die Luft zum Atmen fehlen. Mit der Blutleere kommt die Blässe. Es ist eine Deinstallation von mehreren Seiten. Ich erinnere den Hollywood-Blockbuster Krieg der Welten. Tatsächlich kämpften und kämpfen Welten. Erste, dritte, gegeneinander. Wir sehen auf jeden Fall den Umbau. Schon früher gab es solche Gedanken, die nun, wollte man dies energetisch und spirituell betrachten, wiederkehren. Passt ja ganz gut. Denn tatsächlich waren es immer Welten, die gegeneinander kämpften. Anschauungswelten, politische Welten, religiöse Welten. Welt bezeichnet hier also so etwas wie Gedankenlandschaften. Geistige Räume, die sich mit politischer und militärischer Macht ummantelt haben, um dann sich zu bekriegen. Als weiteres Bild sprach ich seit 2 Jahren von leeren Regalen, weniger Mobilität, dem Schwarzwaldhaus 1902, der Serie, die für ausbleibende Wohlstandsfaktoren wie Gas, Strom, Erdöl, Benzin und so weiter als Sinnbild steht, ab der Fernsehserie, so eben wie unsere Vorfahren, deren Kraft, Wissen, Zähigkeit, Durchhaltekraft wir in den nächsten Jahren dringend brauchen werden, stehen, denn sie lebten unter diesen Bedingungen. Die Entscheidungsprozesse haben wir die letzten 2 Jahre quälend nahe verfolgt. Sie waren hart. Was hat es getrennt? Welche Spreu vom Weizen? Mit welchen Eigenschaften? Wir sahen Menschen, die Dinge für Geld, Komfort, Vorteile, Kino, Besuche, Theater und derlei Taten mit, in Hessen sagt man, Derfschein belohnt wurden. Da derfst du dann was. Ich nannte das ja in meiner Geschmacksfarbe immer den Pakt, denn man erkaufte sich quasi Vorteile innerhalb eines Systems, niemals Freiheit, während andere mit Kraft, Zähigkeit, Durchhaltewillen Nachteile in Kauf nahmen. Also die Grundtugenden unserer Ahnen, um wo durchzukommen, wenn's eng wird, lebten. Gehen wir doch noch einmal ins Märchenland der Fantasien. Welche Menschen bräuchte eine neue Welt? Könnte man sich das irgendwie aus- oder raussuchen? Ich weiß, Gedanken an Selektion, Auswahl sind erschreckend, unbequem, ja, vielleicht sogar böse. Aber es gibt eben auch Albträume. Lasst uns also über fiktionale Albträume reden. Könnte man einen Neustart mit bestimmten Menschen sich aussuchen? Welche Maßschneiderung würde man vornehmen? Materialisten? Menschen im Komfort? Zivilisationsverwöhnte? Also Leute, die im Zweifel verweichlicht sind? Und ein Vertrag zugunsten wirtschaftlicher, finanzieller oder materieller Vorteile eingegangen sind? Was hätten diese bewiesen? Fügsamkeit, ja. Regelkonformität, man kann sich an Regeln halten. Unterordnungswille, ja. Subordinarität akzeptieren.
Das ist zweifellos wichtig für kollektive Gruppenprozesse. Und es ist wichtig für die Akzeptanz einer Herrschaft. Aber kann man mit diesen Menschen auch aufbauen? Sicherlich im begrenzten Rahmen. Werden diese intrinsisch motiviert, eigenmotiviert aufbauen? Eher nicht. Vielleicht. Es fehlt an Führung, Befehl, Mitdenken, Wille, Wille, Wille. Was passiert mit willensschwachen Menschen unter erschwerten Bedingungen? Und wenn wir von einer ersten Selektion reden, gibt oder gab es denn solche Gedanken überhaupt in der realen Welt? Ich meine jetzt nicht die Einteilung von Menschen in gedruckmittelt und ungedruckmittelt. Das war sicherlich auch eine Selektion. Schauen wir in die Romanwelt herein. Dystopien wie George Orwells 1984, der Klassiker von 1932, Brave New World von Aldous Huxley, sprechen genau von einer solchen, einen bestimmten Menschentyp züchtenden, auswählenden neuen Welt und Herrschaftsform. Ich verweise auf mein rotes Video SSS 28, Geist und Ungeist, die Welt des George Orwell und seiner Namensvettern. Bitte unbedingt anschauen. Es könnten literarische Blaupausen sein für das Geschehen. Schauen wir weiter auf diese fiktionale, dystopische, romanhafte Auswahl. Welche Leute wollte man vielleicht weiterhin also aussondieren? Idealisten? Menschen, die sich im Verzicht üben können und zäh, genügsam, willensstark sind und dafür auch, oder aber dafür auch eigensinnig, nachdenkend, tiefdenkend, analytisch, was bräuchte eine neue Welt? Diese muss man überzeugen, diese Menschen, etwas zu tun. Man kann sie schlechter zwingen. Man müsste erreichen, dass sie von innen heraus motiviert werden und handeln. Man müsste sie intrinsisch motivieren. Dafür bräuchte man allerdings ein am besten globales Handlungsmuster. Eine globale Karotte vor der Nase. Das ewig immer Gute, für das es sich lohnt, zu leben, zu arbeiten, sich einzusetzen, das man bald erreicht hat. Nur noch ein bisschen. Denn wir wissen ja, die Erlösung liegt immer in der Zukunft. Und genau darüber wird es nun im dritten Teil dann gehen. Um die Zukunft. Und ich verspreche einige ganz neue Gedanken dabei, die ich nun auch endlich erstmalig sagen kann, so als sei ein Knoten endlich gelöst. Bis zum Teil 3 dann. Und ganz zuletzt bleibt noch einmal die Frage im Raum stehen: Wer waren die Covidioten? Wer waren die Covidioten? Die 35% oder die 65%? Oder haben irgendwie wir alle verloren in einem Spiel, dessen Regeln wir niemals aufgestellt haben.